Verzieh dich in dein Land, du Chemopatientin. Ja, me beste Belesch Oro. Habe ich mir gedacht, als mir diese Beleidigung in einer U-Bahn zugerufen wurde. Ich war nicht die einzige Passagierin, aber ich war auch nicht die einzige, die nichts dagegen gesagt hat. Keiner der vielen Schaulustigen hat den lieben Herrn darauf hingewiesen, dass ich sehr wohl Haare unter meinem Kopftuch trage. Eine Handyschal, was im Schlesma Uri Neskullaha, und man hat die Schlesma Schuf Gismi. Der Gismi, Wana Horafi. Schaut das etwa aus wie Krebs? Und selbst wenn, sagt man doch nicht zu einer todkranken Frau, sie solle einfach sterben gehen. Meine Damen und Herren, das ist die Diskriminierung in Österreich. Rassismus ist kein Einzelfall in unserer Gesellschaft. Es gibt genug Frauen, Männer und ja, sogar Kinder, die wegen ihres Aussehens, ihrer Religion, ihrer Hautfarbe und viel, viel mehr beleidigt werden. Toibli, mich einer Kollegin nimmt so hin. Aber warum sind wir nicht alle Österreicher und Österreicherinnen? Österreich, das Land der Freiheiten, der Menschenrechte, möchte jungen Frauen vorschreiben, was sie zu tun, zu sagen und sogar anzuziehen haben? Kann mir mal bitte jemand erklären, wo hier die Freiheiten und Rechte auf einmal verschwunden sind? Ein Verbot für Lehrerinnen, ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen in Österreich wird diskutiert. Ein Verbot eines Stickstoffes. Und was, wenn ich meinen Stickstoff nicht einfach absetzen möchte? Was, wenn ich mich dagegen wehre und mich für meine Rechte einsetze? Meine Rechte, das anzuziehen und an das zu glauben, was ich möchte. Das Kopftuch. Das kleine Stück Stoff ist nicht nur eine Kopfbedeckung. Vielmehr ist es meine Krone. Es gibt mir das Recht auf Selbstbestimmung. Ich gebe hier den Ton an, denn ich bestimme selbst über meinen Körper und über das, was die Welt von mir, meinem Körper, sehen darf. Der Islam bringt Frauen dazu, sich wie Königinnen zu fühlen, sich wie Königinnen anzuziehen, sich wie Königinnen zu artikulieren und wie Herrscherinnen zu regieren. Über das eigene Land, über den eigenen Körper. Was macht eine Herrscherin nun, wenn Eindringlinge oder Feinde versuchen, ihr Land zu besetzen? Schaut sie dann einfach unschuldig zu oder versteckt sich? Nein, niemals. Sie wehrt sich. Sie wehrt sich gegen diejenigen, die es bloß wagen, ihre Grenzen zu überschreiten. Und genau das, geehrtes Publikum, genau das tue ich gerade. Ich stehe als Königin hier mit meiner Krone auf dem Kopf und wehre mich gegen die Feinde, die mich versuchen, zu Boden zu bringen. Jeden einzelnen Tag, bis mein Kopftuch endlich respektiert und nicht mehr als Zielscheibe für rassistische Vorwürfe gesehen wird. Inti adra tamili kulli haiga. Kulli inti tahlami biha tadari alayhi. Haywa afuki, wa hawlu yukassaruki. Bas khaliki daiman gamda. Garabi hawli wa andi. Oh, hay otamuki, wa hazauki. Wa ma tizaliish. Da adi kullu kalam al fadi. Law gharauki umi, wa law waqauki umi. Saddaqini fi yom. في يوم هتقفي تاني كالعادة وإياكي تقولي أما خلاص ده الوقت فات شوفي الجيات وانسي الرايحات حب الطموح وهتعملي معجزة أصل أنتي الأمل زي ما محمود العسيري تقريبا قالها في أغنيته أنت تقدر Österreich Das Land der Freiheiten treibt es mit seiner Diskussion über Kopftuchverbote eindeutig zu weit. Wenn uns Frauen heute schon verboten wird, ein Tuch auf dem Kopf zu tragen, was kommt dann morgen? Stellen Sie sich das einmal vor. Ich meine, werden wir dann im Sommer nur mehr Hotpants tragen dürfen? Obergrenze 20 cm? Werden wir sonst nichts anderes anziehen dürfen? Ich meine, einen gravierenden Unterschied sehe ich nicht, denn heute und morgen in beiden Fällen mischen sich machthungrige Männer in die Freiheiten der Frauen ein. Und genau das, geehrtes Publikum, ist die Unterdrückung der Frauen. Ja, Frauen in Österreich werden unterdrückt. Und Minderheiten in Österreich werden zu Opfern von Rassismus. Egal ob in Amerika, Stichwort Black Lives Matter,
oder Österreich. Rassistische Vorwürfe begleiten uns weltweit überall und das schon seit Jahrhunderten. Begonnen mit dem Anbeginn der Zeit, mit dem Höhepunkt zur Zeit der Sklaverei und leider noch andauernd im Jahr 2021. Laut Wikipedia ist Rassismus eine Gesinnung oder Ideologie. Das kann aber so nicht stimmen, geehrtes Publikum. Es ist eine Straftat. Rassismus ist eine Straftat, bei der die Menschenwürde verletzt wird. Rassismus ist also daher genauso wie kaltblütiger Mord. Der einzige Unterschied zwischen Rassismus und Mord ist vielleicht der, dass Rassismus psychisch und Mord physisch das Herz aufhören lässt zu schlagen. Wir sind nicht nur Kopftuchträgerinnen. Wir sind viel mehr als das. Wir sind Schülerinnen, Sportlerinnen, Ärztinnen, Töchter, Mütter und unzählig weiteres. Wir Menschen dürfen keinen anderen auf sein Äußeres reduzieren. Denn das Äußere kann und wird niemals die Individualität einer Persönlichkeit beschreiben. Wir sind alle einzigartig und speziell. Keiner ist einfach nur das eine Wort. Jemanden auf sein Äußeres zu reduzieren, ist Diskriminierung. Etanamul Mushlatif. Diskriminierung hat ganz klar viele Gesichter. Eines davon ist das Herabwürdigen kopftuchtragender Frauen. Doch dieser Rassismus hört nicht auf, bis alle Österreicher und Österreicherinnen ihre Mitmenschen unterstützen. Ob wir nun einen zu ungerecht behandelten Menschen kennen oder nicht kennen, sollte uns nicht daran hindern, in Nahnan Gibluhau. Ungerechtigkeit darf nicht siegen. Aber allein kann ich nichts verändern. Ana lwahdi akid mish haqdar aghayr haga. Aslu saab. Ana mehtaga had yuqaf gambi yisaidni wishaggani. Nur gemeinsam ist es möglich. Gemeinsam an einem Österreich voller Respekt, Akzeptanz, Offenheit und Zivilcourage zu arbeiten. Wir brauchen bloß hinzuschauen, nur und zu handeln. Ne bus, aufstehen, ohne Zorrof. Mein Name ist Imen El-Mashtawi und ich bin aufgestanden. Wann stehen Sie auf?